Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit Turban im Intro, denn wie ihr im Titel gesehen habt, es geht heute ums Thema schöne Haare. Und ich habe einige richtig coole neue Tools heute, die ich mit euch das erste Mal ausprobieren werde. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ich finde nämlich immer die richtigen Produkte und Geräte können einen riesen Unterschied machen, was so schöne Haare und ein gutes Styling angeht. Es gibt eine mega Verlosung für euch. Ihr werdet nicht leer ausgehen, denn alles, was ich heute in diesem Video verwende, gibt es nochmal als Gewinnerpaket. Und da ist auch ein 400 € Föhn von Dyson dabei. Ja, und Dyson war so nett und hat einen zweiten zur Verfügung gestellt, damit ich den an euch verlosen kann. Wetbrush war auch so nett, auch nochmal was dazu zu legen. Deswegen, wenn ihr das gewinnen möchtet, wie immer einfach Abonnent meines Kanals sein, einen Daumen hoch hier lassen und einen Kommentar. Ihr könnt immer schreiben, wie lang sind eure Haare? Habt ihr kurz, mittel oder lang? Habt ihr dunkle Haare, rote Haare? Schreibt mir einfach so, wie eure Haare aussehen. Und ich freue mich auf eure Kommentare und dann würde ich sagen, legen wir los. Als erstes, was ich mache, wenn ich aus der Dusche komme, ich kämme meine Haare dann nochmal, weil ich habe sehr dickes, lockiges Haar und manche kämmen sie dann nicht, die glatte Haare haben, aber ich muss das machen. Und dazu habe ich eben eine Wetbrush. Da hatte sie sich versteckt. Und zwar diese kleine, süße Wetbrush hatte ich jetzt schon eine Ewigkeit und war damit sehr zufrieden. Wetbrush heißt eigentlich, wie der Name schon sagt, ihr sollt halt eure Haare nass damit kämmen. Dafür sind die sehr gut geeignet. Und ich fand das bisher auch ganz gut. Jetzt diese hier ist ein bisschen anders. Und zwar ist das eine zum Föhnen. Also erstens sollen die Borsten so hitzeresistent sein. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr mit einer Bürste föhnen wollt. Dann hat es halt hier so Aussparungen. Wie ihr seht, sieht aus wie diese Disco-Brillen früher. Ne? Dadurch soll halt, glaube ich, die Luft besser durchkommen und die Haare sollen, was stand drauf? Zweimal? Okay, da stand jetzt nicht wie viel, aber einfach schneller. Schneller trocknen, dann bin ich immer froh drum. Meine Haare sind schon eine Weile im Handtuch, wie immer, weil so pitschnasse Haare geht bei mir nicht. Ja, Leute, das ist die typisch ungebändigte persische Mähne. Wundert euch nicht. Moment, ich komme mal hoch. Ich werde das jetzt erstmal so ausprobieren. Bei diesen Matte Brushes sieht das immer super krass aus, wenn man so durchgeht, ne? Als würde man so die Haare reißen. Aber ich war tatsächlich mal auf einer Haarmesse am Wetbrush-Stand und dann hat die mir das so gezeigt, wie man die anwendet. Also ihr müsst tatsächlich so durchgehen, aber das zieht nicht so an den Haaren. Das ist irgendwie geil. Die gibt so krass nach. Und deswegen könnt ihr eure Haare entknoten, ohne dass das so zieht. Ich finde die irgendwie so laut. Hört ihr das, dass sie so krick macht? Und diese kleine, die ich hatte, die hat das so ungefähr. Föhn. Und zwar, Leute, ich habe ihn. Den krassen Dyson-Föhn. Das ist so der Ferrari unter den Haartrocknern, habe ich mir sagen lassen. Das sieht schon so Hightech aus. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass der 400 € kostet. Es sieht nicht aus wie ein normaler Föhn, ne? Weil Föhn ist eigentlich so ein Ding. Und da noch so ein Ding und dann... Da denkt man immer so, wie, wo, was. Mein Friseur verwendet den nämlich immer. Ich bin in Berlin immer bei Shan Reim Khan und die haben den. Ich möchte aber sehen, wie ich heute damit klarkomme, weil wenn der Profis anwendet, ist natürlich eine Sache. Ey, das ist so übel. Ey, der ist so stark. Ihr habt hinten halt die Stärke und dann habt ihr nochmal die Temperatur. 60 Grad, 80 Grad und 100 Grad habt ihr. Zählt wohl 20 Mal in der Sekunde. Also der zählt nicht, er checkt, ob die Temperatur richtig ist. Also ob die auf der Temperatur bleibt. So. Dann macht er 105.000 Umdrehungen in der Minute. Und der Motor ist hier drin und der ist normalerweise im Kopf drin. Und dadurch soll das halt eben angenehmer zum Halten sein einfach für euch. Und die Aufsätze sind magnetisch, die klacken so ein. So. Ich nehme für meinen Pony vorne immer so eine kleine Rundbürste, weil sonst kann ich das nicht bändigen. Und ansonsten werde ich ja die Wetbrush anwenden. Fazit zum Föhn. Ich finde, meine Haare sind tatsächlich nicht schneller trocken gewesen. Ich habe nämlich auch schon einen sehr guten Föhn. Das ist der von Bosch. Also auch als Empfehlung, falls ihr was Günstigeres sucht. Also der von Bosch ist auch sehr, sehr stark. Aber was ich gut fand, ist, er ist wirklich kleiner, kompakter, leichter. Meine Arme tun nicht so weh nach dem Föhn. Auch weil er eben nicht so laut ist oder das Geräusch ist nicht so störend, finde ich, wie bei anderen Föhns. Und ich kann schwören, meine Haare glänzen mehr und sind irgendwie auch so glatter, weicher und weniger frizzig. Also da habe ich auch schon Unterschiede gemerkt über die Jahre, wenn ich einen guten Föhn hatte. Und deswegen, soweit bin ich sehr zufrieden. Ja, und zur Bürste, mit der komme ich auch sehr gut klar. Also ihr kommt wirklich sehr gut durch die Haare, ohne dass es reißt. Und das ist so wichtig, weil dann brechen euch die Haare nicht so ab. Wenn ihr jetzt aber so richtig glätten wollt oder dass halt so mehr der Frizz oder Locken rausgehen, dann würde ich euch lieber so eine Paddelbürste empfehlen. Das bin ich halt gewohnt, damit ich so richtig durchkomme. Aber dafür brechen meine Haare dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Deswegen glaube ich, gerade bei feineren Haaren und glatteren Haaren wird das sehr, sehr gut für euch sein. Kommen wir zum
nächsten Gerät. Das kennen vielleicht manche von euch auch schon, deswegen ist es jetzt nicht in dem Sinne außergewöhnlich, aber diese Dinger, ich bin da einfach mal sehr skeptisch. Volumen- und Lockenstyler nennt sich das. Ich finde das halt ziemlich oldschool und ich hatte das schon mal vor ein paar Jahren. Seitdem habe ich einen Bogen um die Dinger gemacht, denn ich hatte das mal und meine Haare haben sich immer dermaßen da drin verfangen, dass ich so ein kleines Trauma davon hatte. Aber mir wurde das letztens bei Amazon vorgeschlagen. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht hat sich die Technologie und die Qualität gebessert. Gibst du dem Ganzen noch eine Chance? Und zwar, was ihr damit machen könnt, also statt eure Haare mit Rundbürste zu föhnen, mit Föhn und der Bürste, habt ihr quasi 2-in-1, weil hier halt die heiße Luft rauskommt. Ich habe meine Haare ja schon geföhnt. Wofür ich das jetzt verwenden werde, ist einfach nochmal Volumen zu geben. Ja, so ein bisschen Wellen reinzubekommen vielleicht und dass meine Haare halt glatter sind. Das mache ich nämlich immer so. Ich föhne meine Haare erstmal und dann style ich sie entweder mit dem Glätteisenlockenstab. Und selbst wenn ich eine Rundbürste nehme, dann trockne ich meine Haare auch immer so fast trocken. Weil so mit nassen Haaren braucht das bei mir ewig und es wird einfach nichts, es fällt in sich zusammen. Ich habe das von Grundig, wie gesagt, bei Amazon bestellt. Kann ich euch wie alles andere auch mal unten verlinken. Und da kriegt ihr drei Aufsätze für verschiedene Größen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das Ganze war günstig. Also es hat so, glaube ich, 20, 25 Euro gekostet. Da darf man jetzt nicht so viel erwarten, aber die Verarbeitung ist schon so ein bisschen billig, muss ich sagen. Also die ganzen Knöpfe und überhaupt, also ist jetzt nicht so schön. Aber wenn es funktioniert und meine Haare heil bleiben. So, meine Haare sind abgeteilt. Ich bin mal gespannt, wie laut das Ding ist. Geht eigentlich auch, ne? Übrigens habe ich gelesen, da ist eine Beschichtung drauf. Moment. Eine Keramik-Turmalin-Beschichtung. Ich glaube, ich habe auf all meinen Geräten mittlerweile so Keramikbeschichtung. Für eine konstant hohe Temperatur und gleichmäßige Wärmeverteilung. Und das Turmalin soll auf natürliche Weise negative Ionen generieren, die verhindern, dass die Haare kräuseln und statisch aufgeladen sind. Also gegen Frizz. Ich bin fertig und das ist das Ergebnis und ich bin begeistert. Meine Haare sind super schön glänzend und geglättet und es ging sehr schnell und ich bin damit sehr, sehr gut klargekommen. Von daher bin ich sehr froh über diesen Kauf. Das ist bestimmt etwas, was viele von euch schon kennen, daher jetzt nicht so krass außergewöhnlich ist. Aber für mich ist es total der Game Changer, weil ich hätte nicht gedacht, dass diese Geräte ja nicht in meinen Haaren stecken bleiben und ich sie wieder abschneiden muss. Kommen wir zum nächsten Teil, auf das ich sehr gespannt bin und ihr vielleicht auch, denn vielleicht kennt ihr das Pony Puffin. Das kenne ich aus Die Höhle der Löwen, das gucke ich immer jede Woche mit meinen Eltern. Ich liebe die Sendung und das Pony Puffin hat mich so sehr interessiert. Worum es geht ist, es geht um den Pferdeschwanz und der soll damit mit diesem sehr seltsam aussehenden Ding dicker machen. Und schöner und einfach, dass ihr diesen dicken, voluminösen Pferdeschwanz habt, was für viele ein Problem ist. Es ist für mehr Fülle, mehr Umfang, mehr Push-Up, starker Halt, unsichtbar, innovative Oberfläche, vegan, latexfrei. Genau, das kriegt ihr übrigens im DM. Ich habe ja schon dickes Haar. Das heißt, also ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich denke, ich habe zu wenig Volumen. Aber man sollte ja trotzdem auch bei mir einen Unterschied sehen. Genau, wir machen erstmal das Vorher. Also ich mache mir jetzt keinen so super ordentlichen, sondern so einen ganz normalen Pferdeschwanz, so ziemlich basic. Bürste wäre nicht schlecht. Bürste. So, ich muss sagen, meine Haare sind doch ein bisschen frizzig geworden, wenn ich gewartet habe. Also da habt ihr ein Vorher. Also so, einfach so die oberen Haare. So, ich kämme das auch schon mal vorher. So, einmal so. Und dann legt ihr das eben halt hier so rein, ne? So, an diese Stelle. Au. Das Ding ist, die Oberfläche ist halt sehr gut so grippig, so fast wie klebrig, ohne dass es klebt. Wisst ihr, was ich meine? Also die Haare halten da dran, was auch ein bisschen ziehen kann aber. Dann das Haargummi und dann da drüber. Ich glaube, es hat funktioniert. Oh. Und meine Hände tun jetzt weh. Oh mein Gott. Okay. Hey Leute, das fühlt sich gut an. Ich glaube, das ist... Hat es geklappt? Habe ich es richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Ja. Seht ihr da einen Unterschied? Also es fühlt sich auf jeden Fall hier sehr dick an, an der Stelle, wo das Haargummi ist. Ob es jetzt viel dicker ist, weiß ich nicht. Was ich auf jeden Fall sagen kann, es fühlt sich sehr stabil an. Ihr habt nicht dieses Gefühl, mein Haargummi rutscht. Ich brauche normalerweise immer zwei Stück. Und mit dem einen, das sitzt so bombenfest, das finde ich ein gutes Gefühl. Also deswegen würde ich das so oder so anwenden, auch wenn ich jetzt nicht wirklich mehr Volumen dadurch bekomme. Von daher finde ich das auch nicht schlecht. Ihr könnt ja auch wie bei den anderen Sachen gerne mal eure Erfahrung in die Kommentare schreiben. Jetzt müsst ihr es wieder finden. Habe ich da jetzt so eine pinke Beule?
Stimmt, ne? Und nochmal die Erinnerung natürlich an die Verlosung. Ihr könnt all die Produkte, die ihr hier gesehen habt, gewinnen. Es gibt ein fettes Paket für euch und dazu einfach, wie gesagt, abonnieren, Daumen hoch und einen netten Kommentar da lassen. Ich verlinke euch noch meine letzten Videos hier und auch hier. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.